Hallöchen, Hallöchen zusammen. Ja, da sind wir wieder. In Folge 11 noch 10 Tage bis zum DLC. Ho, 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 ho. Sehr schön, der Countdown läuft. Ich freue mich, ich freue mich. Ja, was machen wir die nächsten 10 Folgen? Auf jeden Fall keine EMP-Bomben zünden. Hat nicht funktioniert, ich habe es mehrmals probiert und auch schon auf anderen Stationen, in anderen Systemen und immer wieder diesen Spielstand geladen, weil ich ja nur eine EMP-Bombe habe. Ich lasse es. Ist egal. Ist egal. Oh, das ist aber nicht egal. Loot. Loot. Ah, das ist nicht Fülle. Mal gucken hier. Ne, nicht hier. Ja, da musst du. Hier lag nämlich gutes Zeug rum. Genau. Das da hier. Kannst du gleich mal einsammeln. Zack. Und danach wieder andocken. Bitte, danke. Auch wirklich? Ja. Genau. So. So schön. Die Station, die baut. Die baut. Rot. Xenon. Die Station, sie baut. Feststofflager ist bald fertig. Sehr, sehr gut. So, wir haben den Mineralien-Honigfresser. Aber das ist natürlich jetzt doof, weil. Der würde ja alles Mögliche jetzt sammeln, wenn ich den jetzt schon zuweise. Weil der Manager hat ja noch keinen Bedarf an irgendeinem Mineral. Also warten wir noch ein bisschen. Würde ich sagen. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Kommt Zeit, kommt Station. Sehr schön. Ich will ein bisschen schießen. Ja, ich will jetzt ein bisschen schießen. Ist ja wohl eine Frechheit, dass das hier nicht klappt. Da ist schon alles kaputt. Habt ihr irgendwas Tolles für mich rumliegen? Naja, wegen zwei Rumfliegeneier fliege ich jetzt da nicht hin. Gibt es hier eigentlich Stress? Ich müsste mal hier einen Satelliten hinstellen, dass ich sehe, wenn hier wieder Action ist. Och, ich fliege ja die ganze Zeit hier mit Fullspeed hier. Ah, oh, schönes Spiel. So, wo gehen wir denn hin? Da ist schon wieder einer gekommen. Na komm. Was? Mach doch nicht so komische Sachen hier. Autopilot eingeschaltet. Jo, guck mal. Du bist frisch. Frisch auf den Tisch. Oder du. Oh, jetzt haben sie eine Behemoth hier. Was? Halt! Stopp! Das ist ja der Wahnsinn, ey. Das ist ja der Wahnsinn. So, bei der Paraniten brauchen wir nie gucken wegen Xenon-Aktivitäten, weil die Paraniten sind durch. Die sind einfach so stark. Ausgeschaltet. Die sind einfach viel zu stark. Da haben die armen kleinen Xenon doch ja keine Chance. Aber hier kam schon lange keine Cars mehr durch. Und Is. Irgendwann will ich mich mit denen mal mit meiner Nussschale hier anlegen. So, stehen bleiben. Da habe ich voll Bock drauf. Wir gucken mal. Und für Karg müssten wir ja so ein bisschen mehr in die Randgebiete. Karg, Schwarmwächter! Randgebiet, das ist doch kein Randgebiet. Toll, da bin ich aber gerade nicht. Oh, Loot. Karg-Schwarmwächter. Karg-Jäger. Einfache Schildgeneratorspule. Sehr schöne Sache. So, hier kommen die Xenon auch irgendwie nicht durch. Wir könnten mal hier hinfliegen. Ja. Autopilot eingeschaltet. Muss ja auch mal ein bisschen was erkunden hier. So ein bisschen. Zumindest die gefährdeten Gebiete. Wobei hier oben ja auch noch das ganze Zyr-Splitty bieten. Hier oben, ach, da ist ja noch so viel, was ich entdecken könnte. Da ist nix. Da wollte ich hin. Erreiche System. Stiller Zeuge. Da ist hier, da liegt was Neues. Ist aber nichts Besonderes. Okay. Alles klar. Wir müssen ja ein bisschen Geld verdienen, würde ich sagen. Mit R. Guck ich mal. Flip. AR. Erreiche System. Oh. Fleet Center Alpha.
Oh. Autopilot ausgeschaltet. Na Moment mal. M. Was ist denn hier los? Wieso ist hier so viel Action? Ist keiner mehr da. Oh. Ach, Xenon-Schiffe für 500.000. Ha! Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. So, jetzt. Zack. Dann holen wir uns mal ein paar Xenon-Schiffe, würde ich sagen. Ich habe ja jetzt schon mehrere Missionen. Wenn ich jetzt mal wieder ein paar kriege, dann wird es wahrscheinlich 1,5 Millionen Credits geben. Und das für ein bisschen Spaß. Nee, warum nicht? Hier, Cerberus, du hast doch nicht schon aufgeräumt? Ah, oh, immer diese putzwütigen Cerberi. Verdammt ich noch. Eins, ja. Na, wir kriegen schon welche, wir kriegen schon welche. Keine Angst, keine Angst. Hevas Zwilling. Nee, wir müssen hier hin. Genau, stimmt. Autopilot eingeschaltet. Ja, ist das euer Ernst? Ach, ist mir jetzt auch egal. Jetzt huschen wir hier durch. Husch, husch machen wir jetzt hier. Hier, bei der Stelle, wo der Autopilot immer total durchdreht. Verrückt. Doch, hier sind alle schon kaputt. Ja. Ist das verbunden? Zerstöre Minen. Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Seminar. Ein-Sterne-Seminar. Das kann ich mir auch für ein Abo und Ei kaufen. Erreiche System. Dreieinigkeit. Hey, Kack. Autopilot. Kackbeschützer. Ausgeschaltet. Beschützer. Alter, ich beschütze dich. Ey. Wieso? Was ist denn los bei euch hier heute? Autopilot eingeschaltet. Ey, die wollen alle nicht, kann das sein? Die wollen alle nicht. Ist ja wohl meine Frechheit. Bis dann irgendwann hier wieder richtig Action ist und ich dann auf die Gusch kriege, ja? Aber ich such's ja die. Oh, da kommen wieder welche? Ah, ich bräuchte eigentlich hier unten schon einen Satellit. Habe ich früher auch gerne gemacht, dass ich schon vorher gesehen habe, wenn ein K kommt, weil das ist ja eh immer sehr langsam. Wasserknappheit. Scanne Schiff mit Wasser. Ich darf ja nicht scannen, habe ja keine Polizeilizenz. So, Kaffee. Oh, ich brauche Kaffee. Ja, doch, jetzt bin ich bereit. Jetzt kann er kommen. Erreiche System. Evas Zwilling. Ah, hier wird sich gekloppt. Paranid. Aha. PGS. Min. Oh, hier sind alle. Die kloppen sich alle. Schön. Ich überlege gerade, das war doch nicht. Das war doch gar nicht da. Autopilot. Ausgeschaltet. Wenn einen die Erinnerung trügt, also die Feinde sind ja hier durchgekommen. Hier kam ja die Xenon-Invasion immer durch. Ich weiß noch, wo wir hier zugeguckt haben, mal eine Folge lang, wie drei Xenon-K hier gewütet haben. Das war auch richtig cool. Also kamen die von da. Autopilot. Und dann ist da das Tor. Eingeschaltet. So, Schuh draus. Hoffe ich. Hoffe, der Schuh passt mir. Und den Datentresor haben wir ja schon. Das war eher eine Verzweiflungstat, weil wir hier bei den Teladi ja keinen Händler gefunden hatten. Mhm. Ja, manche Dinge brennen sich ein. Meistens aber die negativen. So. Der ist zu schnell weg. Mal gucken, ob irgendwo Action ist. Oh, hier war doch gerade. Hier ist Action.
War die eben auch schon so angeschossen, die Verteidigungsstation? Weil die hat ja schon Schaden genommen. Erreiche Evas Zwilling. Sieht ja nach. Nach Xenon Großkampfschiff aus. Naja. N. Jetzt sind wir woanders. Aha, hier ist ein N. Überfallgruppe. Autopilot ausgeschaltet. Torwache! Ah, nee. Brauchen wir nicht. Wollen wir dem mal folgen? Das sieht aus wie ein Auge, als wenn mich das anguckt da. Das grüne Stationsmodul. Jetzt ist der weg. Nee. Aber irgendwo da ganz hinten ist das Tor im Xenon-Sektor. Oh, aber der ist zu schnell. Der ist zu schnell. Ist der wenigstens schon mal umkämpft oder so? Nee. Nee. Aha, aha, aha. Adler, Verteidiger. Seeschwalbe, Verteidiger. Sieht schon in ein Tor? Echt nicht. Guck, 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 guck. Hier ist aber ja ein schöner Betrieb, also warum sollten die denn hier rumfliegen? Da ist ein Tor. Ist hier irgendwo noch eine Station? Adler, Verteidiger. Aha, ist ja gut verteidigt hier. Da ist noch eine Station. Unbekanntes Objekt. Na, nur freischalten, ich will da ja nicht rinfliegen, oder? E. Ah, die sind alle. Unbekanntes Objekt. Ach, wir fliegen mal durch. Alle mit Reisegeschwindigkeit hier. Reisemodus. Seeschwalbe, Sprungtor. Ach, das ist ja. Ah, das ist ja erstmal Firmenbelange. Ah, da kommen aber ja schon viele Xenon aus Firmenbelange. Na. Erreiche System, Firmenbelange. Gehört das überhaupt noch den Teladi? So, da ist ein Tor. Dann gibt es ja den, genau hier gibt es ja den großen, genau, den kleinen Highway hier. Und da unten ist dann der Xenon-Sektor. So war das, genau. Dann werden wir erstmal das Tor hier freischalten. Und dann fliegen wir mal Richtung Xenon. Das war hier eigentlich immer einer der ersten Sektoren, die gefallen sind. Bis die Split dazu kamen mit dem Split-DLC und dann sind die Zyat immer halb ausgerottet worden. Unbekanntes Objekt. Die haben es irgendwie nicht auf der Reihe gekriegt, sich zu verteidigen. Und es war dann irgendwann. Seht ihr das hinten auch? Das ist ein K-Cluster. Eine K-Konstellation. Jawohl. Wo ist hin? Türkise See. Das ist auch schön. Oh, oh. Moment mal. Er ist ganz schön weit weg. Den haben sie aber gut versteckt. Xenon P. Aha. Fühlt sich okay. Ich speichere mal. Ja, das habt ihr jetzt in voller Gänze und voller Länge mitbekommen hier mit dem Speichern. Sonst ist das für euch ja immer nur so ein Pup, weil ich vorher mit Bandicam aufgenommen habe und Bandicam nimmt nicht auf, wenn das Spiel steht beim Speichern. Aber da hat sich ja ein Fehler herauskristallisiert und deswegen nehme ich jetzt gerade mit OBS auf. Und OBS interessiert das nicht. OBS lässt uns alle Zuschauer beim Speichern.
Boah, ist das weit weg. Ich will aber auch nicht direkt voll reinkrachen. Ich weiß ja nicht, ob da schon irgendwer von den Teladi rumballert. Das sieht aktuell nicht so aus. Ist herrlich, oder? Ich habe die ganze Zeit große Klappe immer hier. Oh, Action, Action und Action. Und dann bin ich vor der Action und dann immer so, oh Mensch, alleine. Oh. Dann ist man plötzlich von Respekt erfüllt. Ach ne, also dir dieses. Magneta, Gas, Verteidiger. Das sind doch hier nur random generierte. Sind wir schon so weit, ja? N. Alles nur random generiert. Und da kommen jetzt Orte dazu. Cool! Ich will die wenigstens freischalten. Und auf keinen Fall kaputt machen. Immer mal wieder hinfliegen, bisschen Loot abgreifen. Muss man sie eigentlich in Verteidigungsstation so 40 Kilometer entfernt hinstellen, dass die dann immer schön angreifen und alles kaputt machen, Lootschiffe da stationieren und mega. Unbekannte Station. Ja. Aber hier gibt's ja auch nichts. M. Echt jetzt? Hier sind. Haben die mittlerweile Waffen? Ich trau mich. Karg-Installation. Nö, die haben ja nicht. Aber hier sind diese Stationen noch, hm? Ja. Verteidigungsnester. Das ist natürlich nicht so gut. Weil wenn die bewaffnet sind, dann ist schon doof. Okay. Moment, hier bleiben wir stehen. Sonst. Dann sind wir gleich in Alpha Centauri. Verteidigungsnest. Egal. Aber wir haben jetzt mal die Gagis gefunden. Die Gagis. Oh, da habe ich doch voll. Karg-Installation. Voll Bock mal. Ein schönes Bild zu machen. Aber wäre natürlich schön, wenn die jetzt schön so lila leuchten würden, so wie sie es immer tun, ja? Weil das sieht ja jetzt hier irgendwie kacke aus. Wieso leuchten die nicht? Sind nicht aktiv. Da war ein kleines Leuchten zu sehen. Oh, süß. Oh mein. Ich sollte aufhören mit Kaffee. Oder mehr Kaffee. So, da. Ja, da müssen wir hin. So die Richtung. Lutos, Mineralien, Verteidiger. Mineralien, Schürfer. Na klar. Was schürft ihr denn hier? Container einsammeln und andocken. Und da liegt nichts. Okay. So, sind wir im Stationsbau. Energiezellenproduktion würde er gerne, hat keine Materialien. Alles klar. Da sind wieder ein paar. Okay. Discoverer, Angreifer. Pakt von grüner Schuppe. Und auch noch rot. Aha. Mhm. Ich will zurücksehen. Ach, da oben. Da oben. Bin ich ein bisschen tief geraten hier. Stationen sehe ich. Ich glaube, es war noch eine ganze Ecke bis zum Tor. Sind die hier immer noch nicht eingefallen oder was? Nö, ist immer noch nicht. Da ist es. Da
Die sind ja schwach drauf diesmal. Ich warte nur auf den Moment, wo ich mal durch so ein Xenon-Tor hier durch will und es kommt mir direkt ein I entgegen. N. Aha. Das war kein I. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Unbekanntes Objekt. Ah, hier sind mehrere Baustellen. Also hier wurde schon mehrfach versucht, was einzunehmen. Aha, okay, da haben wir einen Zerstörer, da haben wir ein Versorgungsschiff. Oh ja, hier wurde definitiv gekloppt. Ist schon vorbei, der ganze Spaß. Schade. Nichts Besonderes. Acht Raumfliegeneier wären schön, aber dann werde ich wieder gescannt und dann neuen sie wieder rum und... Aha! Aha! Und warum macht ihr die nicht kaputt? Ist doch nicht. Okay. Andor, Angreifer. Ein Träger, kein Zerstörer. M. Oh. E. Bist du schneller oder langsamer? Aber wer weiß, vielleicht kommt der GKS noch. War ja jetzt kein Wrack zu sehen. Da oder hier. Kabusch. Container. Nee, das Container. Ist immer, nee. Xenon Verteidigungsstation. Will ich das? Ich speichere mal. Oder? Nein, wir speichern es nicht. Soll er vielleicht auch mal ein bisschen Gas geben hier? Reisemodus an? Nicht, dass ich hier durchfliehe und... Erreiche System. Grüne Schuppe. Grüne Schuppe. Oh, damals war Grüne Schuppe, fand ich den geilsten Sektor vom Sound her. Der Soundtrack von Grüne Schuppe war so mega. N. So, jetzt werden wir mal hier eine Drehung vollführen. Das könnte ich ja da gleich weiter... Nein. Wir machen uns ja wieder zurück. Vielleicht kommen ja ein paar hinterher. Mal schauen. Ah, da ist noch ein K. Ah, das hier ist ein Patrouillen-K. Jo. Was ist da los? Schiffswerft. Hey. Erreiche System. Firmenbelange. Du hast was? Ich hab irgendwas Illegales schon wieder an Bord. So. Dann können wir ja mal warten. Da kommen wir bestimmt bald ein paar durch. Ein bisschen Loot abgreifen hier, wenn es geht. Hier wird... Oh, Energiezellenproduktion wird gebaut. Sehr schön. Sehr schön. Und wir müssen uns dann auf jeden Fall mal die Verwaltung, Stationsverwaltung angucken. Die logische Übersicht. Das soll wohl jetzt alles anders sein, hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben. Wir wären dann meine ganzen Guides gar nicht mehr aktuell. 20%. Oh. Ich krieg da eh nichts für, wenn ich die zerschieße. Aber wenn die erstmal steht, dann kriegst du die nur noch sehr schwer weg. Aber das heißt wieder ganz schön viel Ballerei. Und vor allem ganz schön lange. Kommt die Kinder? Machen wir mal sind sie an, ne? Oh, die Action mal ein bisschen vorspulen hier. Oh, kommt keiner. Noch nicht.
Die kommen, wenn ich die Aufnahme ausmache. Ist das nicht immer so? Irgendwie so. Aber es war, das ist also definitiv schon mal ein Erfolg heute. Wir haben eine Kark-Installation gefunden. Zwar keine Kark-Schiffe. Die sind irgendwie nicht da. Irgendwie, ich glaube, da müssen sie nochmal ran. So, das ist hier überall nichts. Oh, hier ist schon wieder so viel Loot. Hier wieder meine Wall of Destruction. Oh, das wäre cool. Die war auch so mega. Das war auch wieder so ein riesen Bauprojekt. Ein K in Sekunden zerlegt. Aber dann macht es natürlich auch keinen Spaß mehr, weil du hast ja dann überhaupt keinen Bedarf. Also die NPC-Fraktionen haben ja keinen Bedarf mehr an irgendwelchen Sachen, weil sie ja so gut wie nichts mehr verlieren. Also brauchen sie auch keine Schiffe mehr. Und das ist dann, ja. Also hältst du die Xenon auf, bist du eigentlich, hast du auch nicht gewonnen. Hast auch nichts gewonnen. Rottest du sie aus sowieso nicht. Also eigentlich musst du die Xenon unterstützen. Damit es hier ein bisschen Badabang gibt. Oh. Oh, ich glaube, die kommen zu mir. Wir kriegen noch ein bisschen Gesellschaft. Wieso schießt der schon? Schubsen hier. Container. So, was haben wir noch? Nixer. Container. Nixer. Xenon Verteidigungsstation. Und der andere Gerät hat Nixer und auch Nixer. Oder sind zwei? Ineinander. Nee. Nö, da ist nix. Da kommt der nächste. Der kommt von ganz woanders. Die haben wahrscheinlich Rundruf gemacht. Hier, der Samira, die also. Oh, der Aufklärer. Na, der kommt doch da nicht durch. Scheinbar doch. T. Nee, nicht Tee. Kaffee. Ja, Kaffee. Oh, Prösterchen. Nun gut, dann kommt da jetzt halt keiner. Na halt, ja, komm. Xenon-Verteidigungsstation. Das ist nicht Xenon-Verteidigungsstation, es will den da. Der ist noch so weit weg. N. Ja, holen wir uns mit Sinsa ran hier. Container. Ey, lasst doch mal heute doch nischt fallen hier. Ihr gönnt mir nischt. Oh, dann haben wir ja bald die nötige Anzahl an Schiffen fertig. Dann kriegen wir ja wieder Kohle. Mit 774.000. Stimmt ja. Mal den Feind ransinsern hier. Heuchlehnen sammelt, was ich brauche. Okay, das war es noch nicht. Ah, ein bisschen Missionsmanager. Da haben wir Karkschiffe 8 Stück. Okay. Da haben wir Karkschiffe 7 Stück. Und hier haben wir 8 Xenon-Schiffe. Und wo sind wir? Effektiv setzen. Bei 5 von 8. Okay, das dauert noch. Ah, Momente. Da brauchen wir noch 3 Xenon. Kark wäre auch cool. Ja, die machen jetzt hier schon wieder alles kaputt, weil die Karks sich nicht verteidigen können. Oh, das ist doch schwach. Echt schwach.
Also schön, dass sie jetzt zufällig hier irgendwo rein, einfallen in die Sektoren. Aber wenn sie ihre eigenen Installation, wenn hier nichts spawnt, ja, aus dem Nest rauskommt, sozusagen, dann macht das doch überhaupt keinen Sinn. Dann ist das sehr sinnbefreit, finde ich. Aber gut, das wird vielleicht hier noch geändert. Oh, da wird das Xenon-Sonnenkraftwerk angegriffen. Zumindest hat es kurz gewackelt. Loot! Junge, ich glaube, ich brauche hier ein Lootschiff. Hydraulische Pumpe. Was? 8 Raumfliegeneier. Das sind alles argonische Schiffe, oder was? Argon? Ja. Argon? Oha. Die haben ihre Verteidigungsflotte fast verloren hier. 2 Schiffe noch da. Die haben sie doch erst in den Sektor geschickt. Ja. Sehr schön. Na, da weiß ich doch. Ja, doch. Oh. Tee. Ha, jetzt Kampf. Kaffee gegen Tee. Naja, Tee haut ab, war klar. Du nix Kaffee. Oh, jo, da. Der will auch was von mir. Oh, der hat auch die ID 666. Oh, ein teuflisches Xenon-Schiff. Oh, hier. Ransinson. Hier. Container. M. Nix. Da ist immer nix. Ey, der kämpft schon. Hey, hier, ich brauch dich, war für meine Mission. Ich habe hier eine Spezialmission. Irgendwer schießt da schon auf mich. Ich wollte eigentlich da noch ran. Aber das hatte nicht geklappt. Können wir mal ranfliegen und du. Das war wieder zu schnell. Container. Ja, wenn ich rückwärts fliege und da dran holen will. M. Programmierbare Feldmatrix. Na bitte. Ich hab's aber wieder ein bisschen Geld. Ist ja interessant, die können sich entschuldigen, aber passiert mir das, ja? Ich bin gleich Feind der Nation. Was hat denn der geschossen? Also meine Schilder hatten keinen Schaden. Container. Last but not least. Ich glaube, sie versuchen es wieder. Das war leider nicht mein Kill. Container. Oh, eine Feldmatrix. Container. Haben wir wieder 280.000 verdient. Sehr schön. So, wäre aber nett, wenn jetzt nicht unbedingt gleich ein K hier aus dem Tor kommt, wenn ich so nah dran bin. Bei der Zuladi. Eine 500.000 verdient. Ja. Ah, cool. Matcha-Klitz. Ja, gut. Nicht die Welt. Aber wir haben, ja, über 700.000 insgesamt verdient. Sehr schön. Ja, Leute, dann werde ich hier mal. Ich werde jetzt ausmachen.
Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann wird doch hier so langsam mal was fertig sein. Ist sogar schon. Energiezellen. Ah, na, gucken wir uns morgen an. Das gucken wir uns morgen an. Dann haben wir nämlich gleich ein Thema für morgen. Die Stationsverwaltung. Die gucken wir uns morgen an. Alles klar, dann bis morgen. Ciao.